Jo, damit hallo und herzlich willkommen zu The Dark Side Detectives. Dann würde ich sagen, lass mal anfangen. Detective, da bist du ja. Bin sofort gekommen, als du angerufen hast. Was für ein Fall ist das? Fall? Nein, ich brauche nur ein Fahrrad. Der Bahnhof ist geschlossen. Geschlossen? Ja, irgendein Geisterzug blockiert den Bahnsteig. Egal, lass uns fahren. Ein Geisterzug. Yep, Geisterzug. Ja, mal, wir müssen jetzt los. Sonst kommen wir zu spät zur Arbeit. Dudi, es ist ein Geisterzug. Wir sind die Darkseid Division. Denkst du nicht? Das versuche ich zu vermeiden. Das ist Detektivarbeit. Hm? Dann lass uns mal nachsehen. Na gut, wenn wir die Gratis-Donuts auf dem Revier verpassen, kaufst du mir welche. Ja, scheint zu funktionieren, aber ich habe keine Münzen, Zeit, diese Dienstmarke einzusetzen, um meinem Polizeiprivilegien Gebrauch zu machen. Sorry, Detective, die Schranke ist kaputt. Wir müssen drunter durchkriechen. Können wir nicht zumindest drüber steigen? Nein, die Versicherung fürs Springen war zu hoch. Wir sind nur fürs langsame Kriechen abgesichert. Ein Kopf zu sein hat nichts mit dem zu tun, was das Fernsehen verspricht. Okay, wir können die Treppe wieder hoch. Da ist der Geist dazu. Ach, Bahngleis, okay. Schaffen wir. Haben Sie eine Fahrkarte, Sir? Sorry, wer sind Sie? Zugschaffner, Sir? Richtig. Sie sehen ein bisschen geisterhaft aus, Sir? Das tue ich, das tue ich. Sind Sie ein Geist? Überhaupt nicht, Sir. Geister sind blau. Zum einen, und man kann sie nicht sehen, nicht ohne passende Ausrüstung. Nein, wir sind von der Dark Side. Was machen Sie denn hier? Zug steckt fest, Sir. Mach meinen Job, damit die Passagiere in Sicherheit sind, bis das korrigiert ist. Korrigiert? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass diese Jungs von der Bright Side Detective sich das gerade anziehen. Bright Side Division? Bright Side Division. Richtig. Warum sind Sie hier? Wie ich sagte, Sir, der Zug steckt fest. Nicht sicher, was es verursacht hat. Wahrscheinlich ein Problem mit den Schienen, Sir. Müsste ich im Kontrollraum nachsehen, um sicher zu sein, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Fahrkarte, dachte ich mir. Ich fürchte, ich muss euch Feste bitten zu gehen. Haben Sie uns gerade Feste genannt? Sicher nicht, Sir. So etwas würde ich nicht sagen. Tschüss. Kommen Sie jederzeit wieder, Sir. Okay, gehen wir zum Bahngleis. Was ist mir da? Reinigungswagen. Ein Pümpel, aber ohne das Gummistück. Ein Stock also. Schaltraum. Kontrollraum ist abgeschlossen. Noch. Dooley. Ach komm schon, Detective. Du weißt genauso gut wie ich, wie diese Dinge laufen. Hm. Scheint etwas drin zu sein. Abholschein. Okay, da so grün leuchtet, nehme ich mal an. Flash. Dieses Geräusch klingt wie meine Karriere, seit ich der Darkseid Division zugewiesen wurde. Was haben wir hier? Was zum Himmel ist das? Nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten es dahin zurückschicken, wo es herkam. Das klappt nicht. Du könntest sagen, dass es unten taglich ist. Du könntest sagen, dass es unten taglich ist, es da zu lassen, wo es jetzt ist. What the fuck? Was ist das denn für ein Deutsch? Ich muss etwas finden, womit ich es runterdrücken kann. Gruselig Typ, hi da draußen. Tut mir leid, die Tür war nicht abgeschlossen. Ja, das Schloss ist kaputt und ich habe keine Füße, die ich dagegen stemmen könnte.
Richtig. Nun, ich lasse dich da mal. Oh, warte mal, Daddy-o. Ich bin in einer abgefahrenen Situation. Vielleicht kannst du mir aushelfen? um was geht es? In der Bude hier ist kein Toilettenpapier mehr. Daddy-o. Und ich brauche das irgendwie. Ja, sicher, sicher. Wir können nachsehen. Nein, hat kein Klopapier. Gruselig oder nicht? Keiner verdient es, ohne Toilettenpapier zu stranden. Hier, Mann, sorry, dass du hier so lange rumhängen musstest. Abgefahren, Daddy-o. Hier, nimm diese Münzen als Dankeschön. Okkulte Münzen. Oder okkulte Münze. Spiegel. Meine Augenbrauen müssen wieder gezupft werden. Okay, weiter daran geht's nicht. Daran können wir auch nicht. Und wir haben jetzt eine Münze und das Einzigste, was wir noch machen können, ist hier hochgehen und es gibt nicht die geringste Chance, dass das funktionieren wird. Boots. Oh, richtig, natürlich. Fahrkarte. Okay, zeigen wir dem Blut mal unsere Fahrkarte. Bitte sehr, eine Fahrkarte. Na gut, dann mal weiter, schätze ich. Partylöwe. Ich mag deine Brille. Jo, ist meine Partybrille. Auf dem Weg zu einer Party? Immer, Liebling. Überall ist Party. Ich meine Brille auf habe. Ich habe immer meine Brille auf. Sogar hier, jetzt. Wir machen Party im Zug. Hippie-Mädel. Ach, hallo, du da. Hi, du. Was hast du vor? Ich war auf meinem Weg nach Frankenstein-Disco. Offensichtlicherweise. Aber dann sind wir plötzlich hier fest. Dieser Ort ist furchterregend. Wieso? Also erstmal gibt es hier kein einziges schreiendes Biesterwimmel. Niemand wird von Schattenmann verfolgt und nichts brennt. Nichts. Vielleicht bist du doch nicht so ganz mein Typ. Oma Duli? Bist du es? Sorry, mein Schatz. Ich bin Oma Guli. Du siehst aus wie mein kleiner Patrick, obwohl ich heiße auch Patrick. Machtest du als Kind auch, ich sehe was, was du nicht siehst? Und ob? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Ende der Welt kommt. Die Welt frisst sich selbst auf. Blutige Flüsse überschwemmen die Straßen. Ich kenne diese Version des Spiels nicht. Oh. Das mit der Endzeit war Patricks Lieblingsspiel. Okay. Ah, ein Darkseid-Portal. Es sieht aus, als hätten wir unsere Hauptverdächtigen für diese ganze seltsamen Geschehnisse gefunden. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn sie befragt werden. Alles, was sie sagen oder tun könnte. Dodi, was machst du da? Ihm seine Rechte vorlesen. Und wie genau hast du vor, das zu verhaften? Mit meinen Handschellen offensichtlich? Topnoten für Idiotismus. Okay, nochmal. Topnote für Enthusiasmus, du Lieb. Ja, was, als hätte der violette Riss einen Komplizen. Ich werde ein zweites Paar Handschellen brauchen. Agent McScream. Wir kommen mir bekannt vor. Bemerkt das Feuer, die Flamme. Bemerkt die Dunkelheit, den Schatten. Bemerkt der Sturm, den. Da. Wind, Regen? Verdammt, Mann, ich habe den Faden verloren. Sind wir also der Agent, was? Wir sind alle Agenten der nie endenden Jagd. Diener der kriechenden Todeslücke. Minister der Grausamkeit der Welt. Nun, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Danke.
Es war eine Menge harte Arbeit. Nachtschichten im Büro. Irgendeine Idee, was hier los ist? Eindringlinge, Freunde. Fleischige Ungeheuer. Dinge, die nicht hätten geschehen sollen. Die Spuren des Chaos verflechten sich. Also nicht wirklich eine Idee dann. Nein. Also so. Geheimratsecken. Wie kommen Sie damit klar? Das Ende kommt für alle von uns. Entropie ist eine grausame Herrin. Ja, hoffen wir, das kommt vom Aufwachsen in diesem seltsamen Loch. Ich gehe besser. Wir sollten alle an die Orte gehen, an denen wir am besten wären. Yeah. Endlich. Mal eine Autorität hier. Hey. Sorry, Kumpel, aber du bist kein Deutsch schlauer als der Rest von uns. Hi, Detective. Wie geht's? Raxa? Was machst du denn hier? Bin gerade auf dem Weg vom College nach Hause. Dann wurden wir umgeleitet, wo auch immer wir gerade sind. Wir sind jetzt an dem Fall dran, also mach es dir bequem. Hm? Er meint, schon gut, ist angekommen. Lass mich wissen, wenn ich helfen soll. Machen wir. Kopfhörer. Hallo? Du, Daddy. Ich frage mich, ob er weiß, was los ist. Nichts los. Hey, Alter. Wir sind schon seit Urzeiten in diesem Zug. Was geht? Ich für meinen Teil sehe schwebende grüne Leute. Ich bin nicht... ich glaube, ich habe heute Morgen wohl ein bisschen zu viel gekifft. Das solltest du mir vielleicht nicht sagen. Ich bin Polizeibeamter. Irre, Alter. Vergiss es. Schaffner. Bleib zurück, Monster. Wow, ganz ruhig. So, ich dachte, sie wären er. Er? Der intensive Mann im Tunnel, der droht, ihn zu verhaften. Essen? Der den Zug verlässt. Verhaften oder essen? Ja, bin nicht sicher, wer das aussucht. Was ist hier los? Sie sind wirklich nicht er? Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben die letzte Station pünktlich verlassen. Dann waren da so komische blinkende Lichter und jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. Wo ist der Mann, von dem Sie andauernd sprechen? Er sieht ein bisschen wie Sie aus. Also gar nicht jetzt, wo ich Sie sehe. Also richtig sehe. Er starrt vor diesem Zug herum, schnüffelt nach Hinweisen und knurrt, wenn er uns sieht. Hat er bisher jemanden verletzt? Zum Glück nicht. Scheint mehr bedrohlich als gefährlich zu sein. Tschüss. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Tut mir leid, das mit der Verwechslung vorhin. Er wollte besser hier diesen Leuten bleiben, sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Du bist müde vom durch die Tunnel laufen, oder? Hör auf, deine Sherlock-Kräfte auf mich anzuwenden. Das ist Sperrgebiet. Nur zugelassenes Personal. Bist du zugelassenes Personal? Nein, ich glaube nicht. Weil Max Scream und ich die einzigsten sind. Also, solange du keiner von uns bist, empfehle ich zurückzutreten, Sohn. Tritt zurück. Nun dann. Du siehst wie einer von diesen Lebenden aus, die hier überall herumhängen. Officer Dooley, Name ist Gooley, Chef der Brightside Division. Brightside Division. Spezialisten kümmern uns um die Gefahren in der Nachbarschaft sozusagen. Nachbarschaft? Die andere Welt, die aus der du gekommen bist, Sohn. Ich vermute, anhand deines Auftretens, dass du ein Detective bist. Wohl eher ein Glückloser. Hey! Ich nehme an, dass du diesbezüglich den Fall gewechselt hast, um eure Weltversion dieser Situation zu untersuchen. Bin ich. Können Sie helfen? Nein, Sohn. Ich kann nicht. Das ist nicht deine Zuständigkeit. Du solltest gehen
arbeiten und das uns Profis überlassen und dich um unseren Zug in deiner Welt kümmern. Sollten sie sich das nicht ansehen? Schuhständigkeit, Sohn. Scheint für einen gefährlichen Außenseiter wie dich ein abwegiges Konzept zu sein. Vielleicht sollte ich dich hinter Gitter bringen. Straßenmusiker. Sing mal ein Lied, Kumpel. Was? Du bist der Straßenmusikant, nicht ich. So funktionieren Straßenmusikanten hier. Du Tourist. Okay. Komm und hol mich am Bahnhof ab, hat er gesagt. Routine, hat er gesagt. Arsch. Brennende Tonne. Ah, Hilfe, ich brenne. Was zur Hölle? Haha, ich bin ein brennendes Fass. Ich bin dafür da, zu brennen, du Trottel. Dein Gesichtsausdruck, brillant. Ich bin nicht einmal... Bahnhofsschild. Züge fahren nicht mit Zeit, sie fahren mit Treibstoff. Züge verspäten sich auch. Manche Dinge sind universell, vermute ich. Daily Chronicle. Welche Schrecken könnten hier in den Nachrichten sein? Bürgermeister zeigt wohin. Oh mein Gott, nein! Wie kann er nur? Also zeigen geht ja echt zu weit. Reicht ja, dass er atmet. Oder nicht atmet, oder wie auch immer. Piratenkostüm. Überraschen Sie Ihre Freunde, überraschen Sie Ihre Feinde, verwirren Sie echte Piraten mit dieser ineffizienten Piratenverkleidung. Kostenloses Rumhängen mit der Presse inklusive. Biker-Kostüm. Nennen Sie ein knallharter Biker. Bike nicht enthalten. Sind Sie ohne Bike noch ein Biker, seien Sie ein knallharter Fußgänger. Schließen Sie sich einer G-Gang an oder gründen Sie eine, falls es in Ihrer Gegend keine gibt. Die Fußgänger der Hölle. Ich würde mich nicht mit Ihnen anlegen. Haben Sie diese Werbung selbst geschrieben? Nein, Sir. Wurde so geliefert. Gute Worte, nicht wahr, Sir? Zauberkostüm. Ein schnippischer, jugendlicher Zauberer ist überall willkommen. Nun nicht so sehr willkommen, weil er auftaucht und dann wird er da sein und es ist fast so mühsam, ihn loszuwerden, wie ihn einfach zu verlassen. Das ist sowieso meine übliche Partystimmung, also zwei Daumen hoch von mir. Wenn du wie dieser Mann aussiehst, könnte das ein Spiegel sein. Außerdem könntest du Polizei zur Vernehmung gesucht werden. Oh Gott! Abholschein. Und er leuchtet. Und das ist der einzigste Laden. Also ich nehme an, dass... eine unsichtbare Person. Herzlich willkommen, Sir. Es ist uns, also mir und meiner Einers, ein Vergnügen, Sie in unserem Kostüm-Shop begrüßen zu dürfen. Das ist also der Name. Ihr kaputtes Schild war nicht ganz eindeutig. Was nicht kaputt ist, brauchst du nichts reparieren, hat mein alter Kumpel immer gesagt. Und wenn es kaputt ist, vielleicht trotzdem nicht, aber... hat er immer gesagt. Er war ein sehr pragmatischer Mann. Wie kann ich ihm behilflich sein, Sir? Möchten Sie Ihren direkten Vorgesetzten bei der Arbeit einschüchtern? Wollen Sie eine sechsarmige Liebhaberin beeindrucken? Sind Sie es leid, wie ein billiger Penner auszusehen? Hey! Das ist unser Motto. Wie groß die Scham auch sein mag, Spider zieht was drüber. Okay. Das kann man auch falsch verstehen, aber okay. Verkleiden Sie sich als Punk oder als Straßenkämpfer aus der Zukunft oder Sie könnten das hier tragen und eine weiße Nicht-Karotte sein. Hä? Nun, ich bin überzeugt. Von was bitte? Ein Moment, Sir. Oh, Miss Cotty,
Ich bitte vielmals um Verzeihung, Miss. Ich hätte es wissen müssen. Nun ist es für mich offensichtlich. Ich werde nun die Sachen für Sie holen, Miss. Oh, ja, danke. Bitte schön, für Sie, Miss, eine Badekappe. Danke, schätze ich. Was ist das? Das sieht ganz normal aus für mich. Normal, Miss? Also, das ist die ultimative Säule, auf die der Sommer sich stützt, Miss. Ein Freund und Berater in der Not. Eine Schulter zum Anlehnen. Ein Mensch, der in einer Hütte ohne Klimaanlage lebt. Der legendäre Campaufseher, Miss. Niemand würde einen das als Campaufseher abkaufen. Oh, und ob, Miss? Das macht der Bart, Miss. Der zeigt den Kindern, wie man schroff und wild wird. Passend für das raue und alltägliche harte Leben eines Campaufsehers. Nichts für Angsthasen, Verkäufer und warmen Duscher, Miss. Okay. Wenn du meinst. Wir haben jetzt eine Badekappe. Blitzbox. Sie ist voll mit Nullen und Einsen. Wieso sollte jemand tragen? Ich könnte eine Nummer größer besorgen für eine größere Miss als sie. Das ist so verwirrend wie beleidigend. So, das war's mit The Dark Side Detective. Ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Haut rein!